Hallöchen und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum FIFA World Cup 2018 Finale in Russland gegen Frankreich. Deutschland-Frankreich, das ist natürlich ordentlich nette Paarung. Das sieht man gerne, das hört man gerne. Und ich bin auch schon total gespannt auf die Franzosen, die ich jetzt hier im Finale habe. Gegengebot erhalten. Oha, Gegengebot von Messi. Forderung. Ja, ich habe immer noch das Problem, dass ich die 120 Millionen nicht mehr habe. Deswegen muss ich eigentlich schnell noch einen Spieler loswerden. Aber das mache ich alles nach dem Spiel. Jetzt ist erstmal hier Frankreich angesagt. Also Messi ist in dieser Saison scheinbar greifbar. War bisher ja nie. Ist wohl nicht ganz so zufrieden in Barcelona. So, Deutschland, Frankreich, da sehen wir schon Paul Pogba. Mal gucken, mit wem ich spiele. Es sind ja alle topfit. Müller ist auch nicht verletzt. Das ist schon mal beruhigend. Mustafi, Hummels. So, Max Meyer nehme ich hier wieder mit. Und den Kimmich bringe ich für... Ah, da kann ich eingesetzt werden. Ha, also gilt immer noch als verletzt. Gut, aber so werde ich spielen mit Sané über rechts. Ab ins Stadion. Hallöchen und willkommen zum Finale Deutschland-Frankreich im Stadion Olympique. So, da sehen wir auch schon die Deutschen, die hier natürlich ungeschlagen ja, ins Finale eingezogen sind. Das gab es bisher nur bei der WM, nee. Doch, WM 1990 gab es das auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr, wie das 2014 war. Hat Deutschland da in der Vorrunde verloren ein Spiel? Nee, ne? Also 2014 waren sie auch ungeschlagen. Oh Gott, das ist schon so wieder so lange her. So, hier sehen wir die Mannschaften. Ein super, super geiles Bild. Wir gehen direkt zum Anstoß. Und sind hier völlig überrascht und gespannt. Oh, 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 oh. Ja, Frankreich, die ziehen hier mal gleich an. Es ist ein Finale. Wahrscheinlich wird hier diesmal nicht lange rumgekaspert. Oh nein! Naja, ich kenne mich mit Rückständen ja aus und das hier ist ein Rückschlag, ein Rückstand, aber jetzt auch eine Aufgabe, die ich natürlich über alles liebe. Schön in die Lücke, Götze! Mario Götze trifft schon wieder im Finale einer Weltmeisterschaft. Diesmal nicht zum 1-0, nee, zum 2-1. Diesmal zum 1-1 gegen Frankreich. Puh. Ja, direkt mit links ins lange Eck. So schön kann Fußball sein. Ja, Philipp Lahm. Vielleicht sein letztes großes Spiel in seiner, das letzte große Spiel in seiner Karriere. Bei Bayern hat er ja nicht verlängert. Hier in meiner FIFA-Karriere.
Wow. So, auch mal ein bisschen versuchen, über Ballbesitz zu kommen. Ja, Frankreich natürlich nicht ohne Grund im Finale. Die haben ja hier auch die Südamerikaner ausgeschaltet. Boateng. Ganz stark, Thomas Müller. Müller! 2-1 Deutschland! Der ist verrückt, dieser Müller. Rückstand gedreht. 1-2 jetzt. Ja, geil. Hugo Lloris weiß nicht, was los ist. Ganz stark gespielt, eiskalt. Ja, wäre fast noch ein Elfmeter draus geworden. So, und Thomas Müller trifft zum 12. Mal in diesem Turnier. Das muss ihm erstmal jemand nachmachen. Also, Ansage an Ronaldo. Ja, du kannst gefälligst über links spielen hier, lieber CR7. Die Mitte ist meins. Schön von Götze. Ah. Oh, ganz stark. Ilkay Gündogan. So, Frankreich spielt hier schon recht weit vorne jetzt. So, Hummels ganz stark. Sané. Alles sehr eng hier. Ganz stark. Da wird der Müller noch am Lauf gehindert, sag ich mal. Ja, die Deutschen singen auf Wiedersehen. Boah, Manuel Neuer. Puh. Eckball. Also die Franzosen darf man hier noch nicht abschreiben. Das wäre fatal. Och, scheiße. Ah, so toll wollte ich den nicht. Mano. Habe ich mich selbst ohne Möglichkeit gebracht. Schön. Oh, Vorsicht. Ah. So, aufpassen, dass ich hier vor der Halbzeit nicht noch den Ausgleich bekomme. Nein! Sané ist gestartet gerade. Also die Franzosen sind jetzt rigoros an der Mittellinie. So, und ab jetzt muss man aufpassen. Boateng schon ausgeschaltet.
Philipp Lahm dazwischen. Nochmal Eckball in der 45. Minute. Nee, Abstoß. Dann würde ich sagen, Langhafer. Weg damit. Okay, Ping-Pong. Stark von Philipp Lahm. Schade, Marco. Zur anderen Seite wäre es feine Sache gewesen. Führung zur Halbzeit. Ich denke mal, damit kann ich sehr gut leben. Puh, auf jeden Fall, das ist ja nice. Richtig nice. So, hier ist er, der Weltpokal. So, weniger Ballbesitz, Schüsse aufs Tor, gleich viel. Meine beiden waren drin. Frankreich hat dann wohl ein vergeben. Also, es bleibt hier, es ist hier, es bleibt hier. Im höchsten Maße interessant. Nein, 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 nein. Oh, ganz gut freigespielt. Ausgleich 2:2. Ja. Torwart-Ecke. Manu. Das lernt man in der Jugend, in der F-Jugend lernt man das. Die Ecke macht man zu. Oh weia, Martial gegen Boateng. Riesenmöglichkeit. Deutschland unter Druck. So, ich merke schon, jetzt wird es natürlich ein absolut schwieriges Unterfangen. Nein! Die Idee war richtig gut. Oh, Foul an Boateng, geht hier weiter. Stark gespielt. Einwurf Deutschland. So, jetzt die Lücken suchen. Foul. So, ich werde noch nicht wechseln. Hohoho, Müller hier übermotiviert. Ah, Einwurf. Oh, jetzt gibt es hier die gelbe Karte nachträglich für Thomas Müller. Für dieses Einsteigen gerade. Kann er nicht verstehen. So, nochmal Einwurf Deutschland. Ich werde noch nicht wechseln, weil ich gehe aktuell von einer Verlängerung aus.
So, Passungenauigkeiten sind jetzt hier. Toni Kroos. Ich wollte ihn unbedingt. So, Müller macht breit. Versucht's mit Leroy Sané. Götze. Müller. Ilkay Gündogan. Nein. Aber endlich mal wieder ein guter Abschluss. Oder ein ordentlicher Abschluss. Oder ein Angriff mit einem Abschluss. So, Müller. Was macht er? Nein, 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 nein. Das war ganz knapp gerade. Und wieder ins Aus. Jetzt bin ich am Drücker hier. Ich werde nicht offensiv schalten. Drauf, drauf, drauf! Oh, Toni! Ganz stark auf Leroy Sané! Nicht schnell genug! Müller! Was? Oh, Philipp Lahm, stark. Nein! Verlängerung im WM-Finale 2018. So, ich bringe Schürrle. Achso. Nein, ich bringe eher den Max Meyer für Götze. Und dann hätte ich gerne die Gündogan-Position, vielleicht ein wenig offensiver. Und dann warte ich nochmal mit dem nächsten. Das wäre dann wahrscheinlich Gomez oder Schürrle. Also zwei große Namen. Nein! Nein! Shit, 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 shit! Was pfeift er denn da? Ich hatte doch Vorteil. Ah, okay, ganz so krass wollte ich ihn nicht haben. Ja!
Ja! 3-2 Deutschland! Max Meyer! Max Meyer! Ah! So schön und einfach kann Fußball sein. Hier nochmal Philipp Lahm auf Müller und der hat das Auge für Max Meyer und der hat die Technik, dieses Ding zu veredeln. Ja. So, Max Meyer, erstes Tor im Turnier und dann auch noch in der Verlängerung im Finale. So, jetzt muss Frank Geisch richtig. Nein, 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 nein. Ja, nein. Oh. Ja, Sané stark. Nein, wieder schwach. Boateng gegen Griezmann. Neuer gegen Pogba. Und mein Gott, wie läuft der denn an? Und dann kommt da so ein Schuss in die Mitte, ne? Erneuter Ausgleich. Pogba, zweites Tor im Turnier. Foul gegen Leroy Sané von Kante. Gelb. Yellow Card. My friends. So, Toni Kroos, der hat ja schon mal einen rausgezaubert. Nein. Den wollte ich besser machen als den letzten. Also 3-3 Halbzeit. Puh. Also, mein lieber Herr Gesangsverein, möchte ich mal sagen, das wird hier richtig spannend jetzt. In den letzten 15 Minuten. So. Und ich bringe den Schürrle. Ich habe eigentlich keinen Bock auf Elfmeterschießen. Ich meine, für die Spannung wäre es hier... Kein Foul. Nein, doch. Boah. Deutschland. Deutschland. Shit, Mann. Das geklappt hätte. Oh. Boateng, stark.
Wieder Boateng. Mensch, der spielt ja richtig stark gerade. So, nochmal Schürrle. Und Müller, nein! Ja! Nein! Abseits. Jetzt vielleicht ein letztes Mal. Ist keiner vorne mit drin. War keiner im 5-Meter-Raum Nähe zum Flanken. Ja, es gibt Elfmeterschießen in diesem Finale. 3:3 nach 120 Minuten. So, ja, wir fangen jetzt an. Ein Leroy traue ich dem. Naja, es ist hier schon, wer die besten Elfmeterschützen sind schon. So, ein Thomas Müller. Der muss doch schießen, oder was? So. So, Pogba, da wissen wir ja, wo er hinschießt. 6 Schützen. Ja! Pogba verschießt! Toni Kroos, jetzt bereits die Möglichkeit. Nein! Antoine Griezmann. Linksfuß, schießt. Da. Nein! Thomas Müller. Die Elfmeter kennen wir. Fumps! Nicht so stark wie sonst. Martial. Wenn er jetzt verschießt, liege ich vorn. Wo schießt er hin? Achtung, ruhig. Oh. Hummels. Nein. Oh. Fekir, wenn er jetzt verschießt, Vorteil Deutschland. Ja! Uh! 3:2, Vorteil, jetzt Mesut Özil. Ja! Deutschland ist Fußballweltmeister 2018. Also dieses Spiel hat mich echt fertig gemacht. Mesut ganz cool gegen ja, Lloris voll verladen, würde ich sagen. Oh. Ja, was für ein Spiel. Was für ein Spiel. In der Tat, das war ja mal der Oberburner. Ja, ich genieße die Bilder. Das ist die Krone auf meine Saison. Triple mit Bayern. Und jetzt, ja. Oh! Endlich Fußballweltmeister. Ja, geil gemacht. Schöne Bilder hier.
Also nach 2014 verteidigen wir 2018 den Titel und jetzt ist 2020 der Euro-Titel fällig. Ganz alte Spieler sind Philipp Lahm zum Beispiel, die werden dann nicht mehr dabei sein. Ansonsten kann ich fast mit derselben Truppe wieder antreten. Das wird interessant. Dann ist Draxler wieder dabei, vielleicht ein, zwei Newcomer. Mal gucken, ob ich da was hochziehe oder ob ich es nicht mache oder was. So, Weltmeister Deutschland. 4-2 nach was? Wieso 4-2? Hä? Wäre ein 7. Hä? Naja, nach Elfmeterschießen gewonnen. Ja. 2 Tore Vorsprung, stimmt. Frankreich hätte er schießen können, hätte aber nichts gebracht. So, verfügbare Einheiten machen wir nochmal. Und dann können wir uns ja mal kurz hier ansehen. So. So, Finale Bayern gegen Tottenham. Und ich muss ja jetzt noch irgendwie gucken, so wann ist denn das? So, das ist noch ein bisschen hin. Und dann geht's auch schon los mit der Bundesliga gegen den HSV. So, ich muss aber jetzt mal gucken. Einen Spieler muss ich ja noch aussadieren. So, Odegaard 75, das könnte einer werden. So, Ribéry ist nur noch, ja, aber der hört ja auf. Ich habe Ribéry und Ronaldo für links. Außerdem ein Costa. Ulreich könnte ich wieder verleihen. Thiago 86 für Alonso. Und dann ZOM Benko. Ich habe ja auch Wesley Sneijder noch, ne? Müsste ich eigentlich. Wo ist denn der Sneijder? Steht auf dem Platz. Ja, da ist er doch, der Wesley. Aber es soll ja hier mein Draxler. So, Sneijder ist natürlich hier. So, Sanchez, genau, der ist ja auch neben Vidal. So, Sneijder, Vidal, Ribéry. So, Ribéry bleibt ja noch ein Jährchen. Ja, könnte ich Costa verkaufen. Innenverteidiger. Ja, Badstuhl ist nicht so viel wert. Ich brauche ja die Innenverteidiger. Alonso wird, ja, dann habe ich, eigentlich wäre Benko über. Eigentlich wäre Benko über. Und über rechts habe ich Robben und Sané und die Jugend. Eigentlich wäre Benko über. Gucken wir mal, was denn der Benko wert ist. Wo ist er denn? Da ist er. Oh, der ist ja nichts wert. Hä? Nur Laie 2 Jahre? Ach so, der steht zum Verleihen. Okay, das ist richtig. Odegaard möchte ich selbst fördern. Sneijder behalte ich mal. Könnte eine anstrengende Saison werden. So, dann hätte ich Fischer. Ist natürlich. Und Bennett. Müsste ich beide nochmal antesten. Rafinha RV, Ulreich. Den kann ich wieder verleihen. Den Sven. So, und hätte ich Costa. Obwohl, wenn ich Messi tatsächlich bekomme, dann habe ich Robben und Leroy Sané. Das heißt, Leroy Sané verkaufen wäre voll dumm. Ja, aber ein Messi da über rechts, das ist natürlich. Und den Robben, der hat nur noch 16 Millionen. Das ist, ja, Martinez verkaufen, ja, das ist alles. Ich kann mir Messi nicht leisten. Wieso? Ja, Fakt ist, ich kann mir Messi nicht leisten. Müssen wir mal sehen, dass ich irgendwie Vertrag abgelehnt. So. So, Alaba unverkäuflich.
So, das heißt, Alonso kann ich nicht mehr. Ribéry hört auch auf. So, dann hätte ich Boateng. Hummels bleibt, Alaba, Vidal, Thiago. Also ist Vidal, Sanchez spielt auch. So, Kimmich ist ja auch noch da. Spielt der RV, genau. Weil der Elfe, Bernard, Costa. Eigentlich ist der Costa über. Ribéry hätte ich ja noch. Dann hätte ich ja noch. Ja, also für links habe ich ja. Martinez darf ich nicht. Rafinha geht auch nicht. Bennett müsste ich eigentlich. Ja, will ich ja. Oh Mann. Wen verleihe ich denn jetzt? Ich habe zu viele. Den Fischer. Müsste, ja, den will ich selbst. Muss ich selbst weiter. So, Benko wird verliehen. Ulreich wird verliehen. Da habe ich Odegaard. Sneijder als dritten. Mann, ich tue mich gerade richtig schwer. Ich kriege den Messi nicht. Ich muss echt, ja. Das wird hier nichts. Zwei noch für Laien. Nee, tut mir leid. Ich kann mir einen Messi nicht leisten. Ja. Was natürlich schade ist. So, wir sehen uns auf jeden Fall zur Vorbereitung auf die neue Saison auf Legende. Ja, ich werde gleich umstellen vom Speichern und wir sehen uns dann. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.